Herzlich willkommen zu einem neuen Vulkan-Tutorial. Im letzten Part hatten wir unser Device erzeugt und auch hier unsere Graphics Queue. Und nun können wir damit tatsächlich mal anfangen zu arbeiten. Unser Endziel ist es ja eigentlich, was in einem Fenster anzuzeigen oder anzeigen zu lassen. Wir haben ja streng genommen auch schon ein Fenster. Um das zu machen, brauchen wir allerdings tatsächlich eine Extension, eine Device Extension. Ich hatte es im letzten Part auch schon so ein bisschen gespoilert, dass wir eine Extension brauchen werden. Und zwar ist das hier diese VK-KHR Swap Chain. Jetzt natürlich erstmal die Frage, okay, warum ist das überhaupt eine Extension? Aber es ist ähnlich wie der bei der VK-KHR Surface. Vulkan geht eben auch headless. Also wir brauchen nicht unbedingt ein Fenster für Vulkan. Wir brauchen theoretisch nicht mal eine Desktop-Umgebung für Vulkan. Denn man kann mit Vulkan natürlich auch rein mit Compute arbeiten. Ist für uns hier aber nicht interessant, denn wir wollen ja direkt ein Fenster haben. Aber eben rein theoretisch könnte man mit Vulkan auch zum Beispiel in eine Bilddatei reinrendern lassen. Oder man muss streng genommen nicht mal was Grafisches mit Vulkan machen. Man kann auch einfach nur irgendwelche Dinge berechnen. Genau, wir wollen aber natürlich was anzeigen und dafür braucht man dann entsprechend diese VK-KHR Swap Chain Extension. Und da sehen wir ja beispielsweise auch, dass die wiederum die VK-KHR Surface braucht, aber die hatten wir ja tatsächlich schon hinzugefügt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie genau wir es uns angeschaut haben, die wurde von SDL tatsächlich hinzugefügt. Ja, SDL ist hingegangen und hat uns das eben als Instance Extension gegeben. Wir können mal ganz kurz nachschauen, für die, die sich vielleicht nicht mehr erinnern. Wir hatten hier diese Abfrage an SDL, wie viele oder welche Instance Extensions wir aktivieren sollen. Und da ist entsprechend auch immer unsere VK-KHR Surface dabei. Genau, und da sind wir hier so ein bisschen, ja, bla, die Autoren, alles nicht so interessant. Hier unten steht dann noch so ein bisschen eine Description. Also wir schauen uns jetzt exemplarisch mal hier diese Extension an, damit ihr auch seht, wie man beispielsweise auch andere Extensions dann durchlesen kann, wenn ihr da mal welche braucht. Genau, also ich zoome noch ein bisschen weiter ran. So, also wir haben hier die VK-KHR Swap Chain Extension, ja, Device Level, da sehen wir erstmal, dass wir es eben auf dem Device aktivieren müssen, nicht auf der Instance. Und wir sehen, dass es eben hier zu der VK-KHR Surface gehört. Und wir bekommen eben ein neues Objekt, die VK Swap Chain KHR. KHR ist quasi immer so ein Enddingen, was quasi bedeutet, dass es ja eine Erweiterung ist, aber eine ziemlich offizielle Erweiterung. Also das KHR steht, glaube ich, für Kronos. Und Kronos sind ja die, wir sind ja auch auf der Kronos-Seite, die den Spec quasi veröffentlicht haben. Genau. Dann sehen wir eben, okay, neuer Object Type ist eben dieser Swap Chain. Und dann sehen wir hier so ein paar neue Commands. Also hier beispielsweise das Erstellen der Swap Chain, das Destroyen der Swap Chain und so weiter. Hier auch, um dann später ein bisschen damit zu arbeiten. Genau, also hier sehen wir so ein bisschen, was es da alles gibt. Schön aufgelistet. Es gibt so ein paar Issues, sind teilweise auch mal ganz interessant, wo Leute irgendwelche Fragen haben und die wurden dann hier entsprechend beantwortet oder wenn es irgendwelche Probleme waren, gefixt. Hier gibt es noch irgendeinen Example Code, brauchen wir natürlich nicht. Ich weiß ja schon, wie das ungefähr zu benutzen ist. Und genau, ganz kurz noch, für die, die vielleicht mit dem Wort Swap Chain so gar nichts anfangen können. Die Idee ist, wenn wir in so ein Fenster rendern, müssen wir in irgendeiner Weise mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten. Ja, wir müssen ja im Endeffekt eigentlich das Bild, was wir gerendert haben, dem Betriebssystem wiederum übergeben, damit das dann endgültig anzeigen kann. Und das bedeutet, dass das Betriebssystem irgendwie das Bild braucht zum Auslesen. Problem ist aber, wir können schlecht in dasselbe Bild reinrendern, während das Betriebssystem rausliest. Wenn wir das machen würden, dann würde es total komische Effekte geben, weil man halt den halben neuen Frame sieht und den halben alten oder so Geschichten. Würde überhaupt nicht aussehen. Und die einzige andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir rendern unser Bild fertig, dann sagen wir dem OS, okay, jetzt kannst du es dir anschauen und dann müssen wir so lange warten, bis das OS fertig ist und dann könnten wir erst wieder neu anfangen zu rendern. Das wäre natürlich nicht sonderlich sinnvoll, dann müssten wir viel warten. Das wollen wir natürlich vermeiden, das unnötige Warten. Und deshalb geht man hin und hat in der Regel immer mindestens 2 Frames. Daher kommt dann auch dieses Wort Chain, also die Kette. Das heißt, wir haben ein Bild, in das Betriebssystem reinrendert und ein Bild, in das wir, oder ein Bild, was das Betriebssystem ausliest, so rum, und ein Bild, in das wir reinrendern. Und je nachdem gibt es zum Beispiel auch Dinge wie Triple Buffering. Da hätte man dann schon 3 Bilder tatsächlich in dieser Kette. Genau, das ist also so prinzipiell die Idee hinter der Swap Chain. Wir wollen also anfangen und ich würde sagen, wir müssen uns erstmal eine neue Datei dazu anlegen. Dafür habe ich das hier mal kurz geöffnet und dann gehen wir einfach mal in Source rein, Vulkan Base. Bisher haben wir nur Vulkan Device, da soll jetzt eine neue Datei hinzukommen und zwar ist das dann die vulkan-swap-chain.cpp und entfernen wir das hier. So, ihr könnt das natürlich theoretisch auch aus der IDE erstellen oder was auch immer. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Datei drin. Jetzt ist noch wichtig, wir arbeiten ja mit CMake und wir hatten die Liste der Dateien ja tatsächlich manuell angegeben.
Deswegen öffnen wir das mal ganz kurz hier und müssen dann hier entsprechend hinten zusätzlich nochmal Source, Vulkan Base und dann Vulkan SwapChain.cwp angeben. Einmal abgespeichert, geschlossen und dann müssen wir natürlich auch hier wieder hingehen. Ich konfigure nur nochmal zur Sicherheit und dann drücken wir Generate. Und dann sollte sich das hier verändert haben. Sobald wir auf Visual Studio gehen, sagt er ja, okay, das hat sich irgendwie geändert. Wir reloaden alles. Und dementsprechend sollten wir jetzt hier rechts in der Leiste gleich theoretisch auch die Vulkan Swap Chain sehen. Okay, also ich habe es jetzt gerade nochmal komplett geschlossen, neu geöffnet. Eigentlich sollte der Reload reichen. Müsst ihr schauen, ob es bei euch funktioniert. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Vulkan Swap Chain. Die ist bisher natürlich noch leer. Hier wollen wir jetzt anfangen zu implementieren. Zunächst mal, ja, ganz klassisch, müssen wir natürlich die Vulkan Base inkludieren, damit wir unsere nötigen Defines und so weiter drin haben. Und dann können wir eigentlich auch schon hingehen und können unsere Swap-Chain erstellen. Ich würde sagen, dass wir die direkt mal schon mal in eine eigene Struct kapseln. Das heißt, wir gehen einfach mal hin und sagen hier Vulkan Swap-Chain, weil wir vermutlich mehr Dinge als nur die Swap-Chain speichern wollen. Aber wir können ja, weil die werden wir sehr sicher brauchen, die Swap-Chain-KHR hier schon mal einbauen. Gut, dann geht es also zurück hier in die Swap-Chain und wir haben jetzt hier einen Call, der uns eine neue Swap-Chain zurückgibt und den nennen wir dann auch einfach mal Create Swap-Chain. Der wird auf jeden Fall einen Vulkan-Kontext brauchen und die restlichen Parameter werden wir dann später sehen, was wir da so brauchen. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt hingehen und mal schauen, was wir so, wie wir die erstellen können. Wir werden jetzt eine Sache noch davor machen, denn wir hatten ja im letzten Part auch schon mal gesehen, bei den verschiedenen Queues, da gab es auch so ein Ding, so ein Häkchen für Supports Present. Und das ist nämlich folgender Grund, und zwar kann man prinzipiell nicht immer aus jeder Queue presenten. Und wir sollten dementsprechend abfragen, ob wir tatsächlich überhaupt aus unserer Queue presenten können. Das heißt, wir haben dafür einen Call, den wir machen können, der nennt sich vk-get-physical-device-surface. Support KHR. Und wir sehen eben auch schon, dass das ein KHR-Ding ist. Das heißt auch eine Erweiterung, die müsste aus Surface kommen. Ist ja auch hier Surface Support. Und da brauchen wir einerseits natürlich das Physical Device. Und dann brauchen wir, hier sehen wir es schon, den Queue Family Index. Das ist bei uns ja dann Context Graphics Queue Family Index. Und dann brauchen wir eine Surface. Da sehen wir also schon mal einen weiteren Parameter, den wir hier brauchen. VK Surface KHR. Surface. Das ist also die Surface, für die wir unsere Swap-Chain erstellen. Und dann zu guter Letzt brauchen wir noch hier den Flag, ob das Ganze supported ist. Da das Ganze ist ein Bool 32, das ist dann hier supports%. Setzen wir erstmal auf 0 bzw. false und geben das hier dann rein. supports%. So. Wichtig wäre hier an der Stelle mal hinzuweisen, es ist nicht. Wir machen mal auf VKA. Es ist nicht garantiert, dass unsere Graphics Queue tatsächlich auch present kann. Ich kenne kein Gerät, wo es nicht so ist. Sage ich mal so. Aber prinzipiell ist es vom Spec nicht garantiert, dass es so ist. Das heißt, es kann auch gut sein, dass eine andere Queue oder zum Beispiel auch alle Queues present supporten. Das hat man, glaube ich, auch mal bei einem Gerät gesehen. Und es kann auch rein theoretisch sein, dass wir tatsächlich eine extra Queue für Present haben. Also, dass wir eine Queue haben, die nur für Present da ist und sonst vielleicht gar nichts kann. Allerdings ist es so ein bisschen schwierig. Ich werde hier einfach mal davon ausgehen, dass unsere Graphics Queue immer auch supported ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir hier entsprechend sagen, okay, wenn das also nicht der Fall ist, unsere Graphics Queue ist nicht supported, dann machen wir einen Error und sagen, okay, Graphics Queue does not support Present. So. Wir haben jetzt hier an der Stelle auch noch nicht wirklich eine Möglichkeit abzubrechen, sage ich mal. Also was wir machen können, ist hier Vulkan Swap Chain Result auf 0 zu setzen zunächst einmal. Und hier könnten wir das dann auch returnen. Das heißt, wir hätten dann quasi ein auf 0 geklärtes Objekt, was wir returnen, was dann im Endeffekt invalide ist. Ja, man kann sich natürlich überlegen, hier ein bisschen eine schönere Error-Behandlung einzubauen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir haben ja auch einen Bool, der angibt, ob es funktioniert hat und wir geben das dann die Surface, die Swap-Chain als ein Out-Parameter raus. Ja, könnt ihr theoretisch auch ändern, wie ihr wollt. Ich werde es erstmal noch so lassen. Wir werden uns ein ganzes Stück später mal nochmal genauer damit auseinandersetzen, wie wir den
Code hier strukturieren wollen, beziehungsweise unsere Vulkan-Base-Library. Für den Moment ist es jetzt noch nicht so wichtig. Genau, warum ich aber hier diesen Shortcut nutze, möchte ich noch ganz kurz erklären, denn meines Erachtens ist es ein bisschen ungünstig formuliert hier. Denn was wir sehen, wir brauchen auf jeden Fall eine Surface, um das hier abzufragen. Und eine Surface, die brauchen wir auch erstmal. Die müssen wir erstmal erstellen. Das können wir theoretisch gleich mal machen. Und zwar wäre das dann hier unten. Hier brauchen wir dann eine VK Surface KHR. Das ist unsere Surface. Und das können wir tatsächlich mit SDL erzeugen. Das heißt, wir haben SDL Vulkan QA Surface. Und dann sehen wir hier entsprechend, wir brauchen unser Window, das ist klar. Wir brauchen aber auch die Instance. Das heißt, wir müssen hier schon auf unsere Instance zugreifen und dann entsprechend die Surface. Das heißt, hier ist leicht falsch gemacht. Halte mal wieder drauf rein. So, Surface. Und dann haben wir die. Aber das Problem, was wir entsprechend sehen, ist, wir brauchen die Instance bereits. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall schon mal die VK-Instance erstellt haben. Und dann könnten wir rein theoretisch, wenn wir die Surface dann schon haben, könnten wir dann auch, wenn wir hier drin sind im Device und die Queues erstellen, könnten wir hier drin auch überlegen, ob das Ganze auch schon Present supportet. Und dann könnten wir auch eben rausfinden, okay, gibt es vielleicht so eine extra Queue, die Present supportet und die dann auswählen. Würde aber bedeuten, und das könnte man durchaus machen, dass man entweder ein Callback braucht, um dann, nachdem man die Instance erzeugt hat, entsprechend die Surface zu erzeugen, weil wir brauchen das ja schon, um das Device zu erzeugen. Das heißt, wir müssen den Schritt quasi hier irgendwie zwischenlagern. Andere Möglichkeit wäre es aufzusplitten. Das heißt, man hat sowohl einen Create Instance Call als auch einen Create Device Call. Das wäre vermutlich noch mit der sauberste. Dann könnte man nämlich zuerst die Instance createn, dann die Surface erstellen und dann erst das Device. Das nächste Ding, was mich aber auch etwas stört, ist, naja, prinzipiell könnte man ja auch in mehrere Fenster reinrendern. Wir müssen aber tatsächlich immer die Surface hier angeben. Die ist ja spezifisch für ein Fenster. Es ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie ein Fenster funktioniert und das andere aber aus einer Queue nicht. Aber rein theoretisch wäre das auch möglich. Also ist alles ein bisschen komplizierter. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, anders aufbauen. Ich werde es erstmal so lassen, weil wie gesagt, eigentlich jedes Gerät, das ich kenne, sollte Present aus Graphics, aus der Graphics Queue supporten. Falls es bei euch wieder erwarten nicht funktionieren sollte, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal einen Kommentar schreiben und müsst euch da aber vermutlich erstmal selbst weiterhelfen oder ich werde dann vielleicht hier das Tutorial auch nochmal aktualisieren, keine Ahnung, aber eigentlich sollte das wirklich von jedem Gerät aus funktionieren. Deswegen, da wir uns nicht so groß aufhalten wollen, wir haben uns schon viel zu lange aufgehalten, ehrlich gesagt, ja, lassen wir es einfach hier. Wir könnten es auch komplett ignorieren, diese Abfrage, allerdings würde dann der Validation Layer sich beschweren, deswegen lassen wir das hier mal drin. Als nächstes müssen wir eigentlich erstmal schauen, na wisst ihr was, wir erstellen einfach erstmal die Swap-Chain. Das ist doch eigentlich das Angenehmste. Das heißt, wir rufen hier VK Create Swap-Chain KHR auf. Das hatten wir auch schon gesehen, hier auf der Seite für die Extension, dass es diesen Call gibt. Und da sehen wir auch, was wir brauchen. Wir brauchen das Device. Das machen wir hier Context Device. Dann brauchen wir eine Create-Info, wie eigentlich immer. Danach die Allocation Callbacks und dann die Swap Chain. Das heißt, hier mal result.swapchain. Und hier unten können wir dann das Result auch returnen. So, also brauchen wir eigentlich nur noch die Create-Info. Das ist eine VK Swap Chain Create-Info KHR. Create-Info gleich VK Structure Type Swap Chain Create-Info KHR. Und die müssen wir jetzt entsprechend ausfüllen. Was wir einerseits brauchen, ist unsere Surface. Die müssen wir natürlich wieder angeben. Das machen wir direkt. Danach müssen wir sagen, wie viele Images, ja, wie viele Bilder wir in der Swapchain mindestens haben wollen. Da könnte man jetzt natürlich 2 sagen. Das wäre dann quasi das Mindeste, was man machen kann. Also 1 ist eigentlich so gut wie nie supported. Was ich aber hier angeben werde, ist einfach mal 3. Wir werden das hier erstmal tatsächlich fest einkalkulieren. Aber wichtig ist, das ist die Minimumanzahl. Wir können auch mehr bekommen. Wir können auch 4, 5, 6, 7, 8. Wir können sehr viele rein theoretisch bekommen. Das heißt, das müssen wir später abfragen. Wir können auch tatsächlich nicht hingehen und irgendwie einen Max-Image-Count oder sowas. Das gibt es nicht. Ja? Wir können nur sagen, wie viele wir mindestens haben wollen. Und ja, hier könnt ihr ja theoretisch auch 2 angeben. Weniger würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ja, wir machen jetzt einfach mal 3. Und dann haben wir noch unser Image Format.
Ja, das heißt, da wollen wir sagen, okay, welches Format soll unsere Swap-Chain denn haben? Das heißt, das sagt ja zum Beispiel, okay, wie viele Bits haben wir in Rot, Grün, Blau und Alpha? Das ist in der Regel einfach 8 Bit pro Kanal. Es könnte aber auch andersrum sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass zuerst Alpha kommt und dann was anderes. Oder zuerst Blau, dann Grün, dann Rot und dann Alpha. Ja, müssen wir gleich rausfinden. Wir lassen es erstmal leer. Das ist auf jeden Fall eben das Format, was wir angeben müssen. Danach müssen wir passend zum Format auch noch den Color Space angeben. Das hängt mit dem Format im Endeffekt zusammen. Schauen wir uns auch gleich an. Danach kommt noch der Image Extent. Der Image Extent ist quasi die Größe von einem Swapchain Image. Auch das müssen wir noch irgendwie rausfinden, wie groß das sein soll. Danach kommen die Image Array Layers. Prinzipiell ist nämlich auch möglich, mehrere Bilder quasi in einem Swapchain Bild zu haben. Klingt erstmal komplett Banane, aber die Idee ist, dass man beispielsweise auch für VR-Brillen rendern kann und die brauchen in der Regel zwei Bilder. Ein linkes Auge, rechtes Auge. Und theoretisch kann man für sowas dann beispielsweise mehrere Array-Layers nutzen. Brauchen wir erstmal überhaupt nicht. Wir geben hier eins an. Dann haben wir noch die Image-Usage. Das gibt quasi an, für welche Dinge unsere Bilder, unsere Swap-Chain so verwendet wird. Und das kann rein theoretisch verschiedene sein. Das kommt auch von der Anwendung drauf an, was wir damit so alles machen wollen. Deswegen werde ich das hier mal als Parameter reingeben. Das heißt, wir haben hier, wie kann ich mal ganz kurz schauen, was für ein Typ das ist. Image Usage Flag. Usage. Okay, das hat nicht ganz. Moment. VK Image Usage Flags. So, das müsste sein. Also geben wir dann entsprechend direkt durch. Dann geht es weiter. Ja, wir sind noch nicht ganz durch. Die ist ja etwas größer. Und zwar noch den Image Sharing Mode. Das hängt natürlich wieder ein bisschen mit den Queues tatsächlich zusammen. Denn wir könnten natürlich die Swapchain aus verschiedenen Queues heraus beispielsweise verwenden. Was wir jetzt hier aber nicht wollen. Wir wollen einfach nur eine einzige Queue, dass die immer von der einen Queue genutzt wird. Wir haben im Moment ja auch nur eine. Deswegen geben wir ja Sharing Mode Exclusive an. Und es gibt dann tatsächlich als nächstes nochmal eine Möglichkeit anzugeben, wenn wir hier die andere Variante nehmen würden, und zwar Shared, dann müssen wir noch angeben, welche Queues das Ganze nutzen. Ist hier, da wir Exclusive angegeben haben, aber nicht vonnöten. Dementsprechend ignorieren wir das einfach und machen weiter mit der Pre-Transform. Wir können nämlich unsere Swap-Chain auch noch drehen. Rein theoretisch, ja, wir können beispielsweise sagen, okay, wir hätten es gerne auf dem Kopf stehend oder um 90 Grad gedreht. Kann manchmal nützlich sein, aber für uns wollen wir einfach Surface Transform Identity Bit KHR angeben. Und damit sagen wir, okay, lass das bitte so, wie es ist. Dann haben wir noch Composite Alpha. Das ist dafür da, wenn man quasi einen transparenten Hintergrund haben möchte in einem Fenster. Das heißt, wenn wir quasi beim Rendern irgendwo sagen, das ist transparent, dann wollen wir das sogar das Fenster dort transparent ist. Das wird allerdings nicht immer supported. Könnte man abfragen, ob das supported wird oder welche Arten supported werden. Wir stellen es einfach auf das, was eigentlich immer supported sein sollte, und zwar Composite Alpha Opaque Bit. Das heißt einfach, dass es nicht transparent ist, dass unser Fenster immer da ist, dass es immer einen Hintergrund hat. Und ja, leider dieses Composite Alpha wird nicht von allen Treibern unterstützt, auch nicht auf allen Betriebssystemen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Nvidia war da besonders schlimm, wenn ich mich recht entsinne, dass sie da wenig supporten. Kann sein, dass es mittlerweile anders ist. Können wir uns vielleicht auch irgendwann mal anschauen, weil es eigentlich ganz lustig ist, so ein Fenster mit einem transparenten Hintergrund. Aber erstmal für uns nicht wichtig. Zu guter Letzt haben wir noch den Present Mode, den wir angeben wollen. Das gibt quasi an, wie die Swapchain verwendet werden soll. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Das sind hier diese Present Modes. Wir werden hier erstmal FIFO-KHR nutzen. Der Vorteil davon ist vor allem, dass er garantiert supported wird. Ja, der Spec sagt, der muss supported sein und dementsprechend können wir uns darauf verlassen, dass der immer da ist. Wir können aber hier reinschauen und sehen, dass es hier so ein paar mehr gibt. Immediate, Mailbox, FIFO, FIFO Relaxed, und die sind eigentlich wirklich, also bei denen weiß ich gar nicht mal so genau, was das ist, aber das ist wahrscheinlich nochmal eine extra Erweiterung. Man sieht auch hier an den Enums die Werte. Ja, wenn es hier so niedrige Werte sind wie hier, dann sind das so die Standardoptionen. Wenn es dann hier solche mega hohen Werte sind, dann sind es häufig irgendwelche zusätzlichen Extensions oder ganz seltene Nutzungsbehaviors, die wir hier nicht unbedingt uns anschauen wollen. Aber ich kann mal ganz kurz erklären, was hier diese vier Kollegen sind. Wir haben einerseits hier Immediate KHR. Das ist das, was ihr kennt, wenn ihr V-Sync bei euch ausschaltet im Spiel. Das heißt,
Das pumpt so viele Frames raus wie möglich. Das würde ich auf jeden Fall jetzt am Anfang noch nicht empfehlen, gerade nicht auf Linux, denn das Problem ist, wenn wir hier quasi noch nichts groß rendern, dann sind die Frame-Times relativ niedrig. Das heißt, wir pumpen wirklich tausende Frames pro Sekunde raus und das überlastet dann zumindest auf Linux in der Regel den Compositor. Das heißt, es laggt dann ziemlich. Dementsprechend, sobald wir größere Dinge rendern, kann man das auch anmachen, klar. Bis dahin würde ich es aber nicht empfehlen. Auf Windows sollte das eigentlich funktionieren. Die haben da irgendwo wahrscheinlich einen Limiter eingebaut oder was auch immer, wodurch das dann funktioniert. Aber zunächst mal werden wir uns auch bei FIFO bleiben. FIFO ist einfach VSync an, ganz simpel gesagt. Das heißt, wir warten immer, je nachdem, was euer Monitor kann, 60 Hertz oder vielleicht auch mehr, wird der immer versuchen, in der Geschwindigkeit die Frames rauszuhauen. Und wenn wir eben noch warten müssen, das heißt, der Frame ist schon fertig gerendert, aber wir können es noch nicht anzeigen, weil eben noch nicht die nötige Zeit vergangen ist, dann warten wir einfach. Ja, das sagt FIFO. Im Gegensatz bei Mailbox. Mailbox ist ähnlich wie FIFO zunächst einmal, dass er immer nur eine bestimmte Menge an Bildern raushaut, also beispielsweise 60 die Sekunde. Aber wenn wir schneller fertig sind, dann fangen wir schon mit dem nächsten Frame an. Das heißt, bei Mailbox brauchen wir auch mindestens 3 Bilder, weil wir haben immer eins, was angezeigt wird aktuell vom Betriebssystem. Wir haben eins, was quasi darauf wartet, angezeigt zu werden. Und wir haben eins, in das wir gerade reinrendern. Und wenn wir jetzt fertig sind mit Rendern, dann überschreiben wir immer das Bild, was gerade bereit ist für die Anzeige. Und dadurch bedeutet das, dass wir VSync haben, aber wirklich immer das aktuellste Bild anzeigen und nicht irgendwie warten. Das heißt, hier ballern wir immer noch die maximale Anzahl an Frames quasi raus. Also wir rechnen die maximale Anzahl an Frames, halten uns aber immer noch an VSync wie hier. Das kann eben praktisch sein, um zum Beispiel die Latency zu verringern von eurem Spiel. Allerdings, wenn es zum Beispiel für Mobile implementiert, wäre das keine gute Idee, denn das würde natürlich den Akku fressen wie nix. Ja, für Mobile ist das eigentlich immer die richtige Wahl hier, die FIFO KHR. Und dann gibt es noch FIFO Relaxed. Auch das muss man immer abfragen, ob das supported wird. Wir werden uns später auch noch die Present Modes tatsächlich in der Praxis anschauen. Jetzt für den Moment, wenn wir erstmal hierbei bleiben. FIFO Relaxed ist die Idee, dass es ähnlich ist wie FIFO, nur wenn wir minimal das Target quasi überschreiten, also wenn unser Frame minimal zu spät ist, dann warten wir nicht nochmal die volle Zeit, sondern gehen dann tatsächlich hin und zeigen es dennoch an. Das kann dann in Extremfällen dazu führen, dass man tatsächlich leichtes Tearing sieht, aber in der Regel funktioniert das hier schon. Und das kann eben interessant sein, wenn man beispielsweise ein Spiel hat, was theoretisch bei 60 auf 60 Frames pro Sekunde läuft, aber es eben manchmal nicht ganz reicht, dann kann es sehr interessant sein, dass zu aktivieren. Das heißt, wenn man sein Frame-Target nur so ganz knapp trifft, dann kann das je nachdem ganz interessant sein. Also wenn das supported ist, dann ist es durchaus interessant, das anzuschalten. Wir werden aber zunächst mal der Einfachheit halber, weil es immer supported wird, bei FIFO KHR bleiben. Damit kann man auch wirklich wenig falsch machen, eigentlich. Genau. So, das haben wir also gesetzt, das ist gut. Das heißt, wir sind jetzt hier auch erstmal fertig, mehr müssen wir eigentlich nicht angeben. Wir könnten beispielsweise, ich kann auch ganz kurz was erwähnen, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, und zwar gibt es noch dieses Clipped. Damit können wir sagen, wenn unser Fenster von einem anderen Fenster vom Betriebssystem verdeckt ist, könnte man damit sagen, dass Vulkan dort dann nichts reinzeichnen soll. Ja, das ist eben dann beispielsweise praktisch, wenn es irgendwie zum größten Teil verdeckt ist, dass man halt ein bisschen Performance spart. Da würde man hier also dann VK2 schreiben. Problem ist allerdings, manchmal will man beispielsweise oder sehr häufig will man tatsächlich in Spielen den Inhalt des Bildes auch nochmal abfragen. Beispielsweise um einen Screenshot zu machen oder auch für andere Post-Processing-Effekte, wo man meistens nicht direkt auf der Swap-Chain arbeitet, sondern mal einen Schritt davor, nochmal in einem anderen Buffer. Aber nichtsdestotrotz würde ich eigentlich empfehlen, das auf jeden Fall immer auszulassen, weil erstens so sonderlich viel Performance sollte das nicht bringen, denn in der Regel spielt man Spiele eh immer im Fullscreen, das kann ja gar nicht verdeckt werden. Das heißt, es ist im Zweifelsfall eher noch unnötige Processing-Power, die dafür drauf geht, um zu schauen, ob es überdeckt wird. Und ja, wie gesagt, je nachdem wollen wir das tatsächlich auch nochmal einlesen, dann würde es uns so oder so nur beißen. Dementsprechend lassen wir aus und werden wir auch ziemlich sicher komplett die ganze Zeit immer auslassen. Genau, was haben wir als nächstes? Wir haben das Image-Format, was wir noch ausfüllen müssen. Und dafür müssen wir erstmal abfragen, okay, welche Formate werden dann überhaupt unterstützt? Das kann man tatsächlich folgendermaßen abfragen. Und zwar gibt es hier wieder einen schönen Call mit dem Namen vk-get-physical-device-surface. Formats KHR. Und wir nehmen hier immer die erste Version. Ja, aber es gibt oft noch zweier Versionen, die sollen uns aber erstmal überhaupt nicht interessieren. Genau. Hier müssen wir natürlich wieder das
Physical Device angeben, danach die Surface, die wir zum Glück haben. Und danach brauchen wir eben wieder so einen Out-Parameter, uint32-t, num-formats gleich 0. Geben also hier wieder rein. Ja, wir kennen das Spiel ja mittlerweile, hier 0, zack, haben wir das. Dann könnten wir beispielsweise noch asserten, dass wir immer Formate haben. Interessiert mich jetzt hier aber nicht, weil wir sollten eigentlich immer welche verfügbar haben. Da machen wir also hier Surface Format KHR Available Formats. Genau. Warum beschwert er sich? Hier fehlt glaube ich noch eine Klammer. So, genau. Gleich New VK Surface Format KHR Num Formats, dass wir einfach mal unseren Speicher dafür erstellen. Wie immer. Dann können wir, ach komm, wir kopieren das wieder und können dann hier in Available Formats reinspeichern, reinschreiben. Und dann können wir hier jetzt entsprechend überprüfen, okay, Num Formats, wenn es kleiner 0 ist oder kleiner gleich 0, da haben wir keine Formate. Das wollen wir dann tatsächlich doch noch als Fehler werten. Das heißt, wir sagen, okay, keine Formate available. Dann wollen wir das auch wieder löschen, dass wir das nicht vergessen. Result. Und das Delete machen wir am besten hier auch schon mal irgendwo da unten, damit wir das nicht vergessen. Genau. Jetzt haben wir also eine Liste an Formaten. Jetzt wollen wir irgendwie ein richtiges Format auswählen. Da können wir natürlich eine super komplizierte Logik einbauen, wann wir was wollen. Je nachdem hat man beispielsweise auch HDR, was man supporten will. Das heißt, hat man mehr als 8 Bit pro Farbkanal. Je nachdem hat man dann 10 Bit beispielsweise. Soll uns aber erstmal nicht interessieren, was wir machen. Ist relativ simpel. Wir gehen einfach hin und sagen, okay, geben uns das erste Format, was es gibt. Und gut ist. Genauso der Color Space, der ist nämlich hier tatsächlich immer dabei. Den können wir nämlich auch direkt abfragen. Und ja, das sollte erstmal eigentlich passen, denn, schreib's mal ganz kurz hier hin, zack. Es sollte eigentlich immer ein sinnvolles Format, das erste Format sein. Das ist also hier ein bisschen einfach gehalten natürlich, aber damit wir uns nicht zu sehr hier daran aufhalten, welche Formate wir auswählen wollen und müssen, ja, lassen wir es erstmal so. Das heißt, wir können hier Format angeben und hier haben wir auch schon den Color Space. Das beides haben wir dementsprechend also schon. Also jetzt die Frage, okay, was haben wir noch? Wir haben noch den Image Extent, den wir noch brauchen. Das ist also die Größe unseres Fensters, einfach gesagt. Und wir könnten jetzt hingehen und das irgendwie über STL abfragen. Aber tatsächlich, und das ist relativ angenehm, können wir das auch einfach von unserer Surface abfragen. Das heißt, was wir hingehen können, ist, wir erstellen hier ein neues Objekt. Und zwar die Surface Capabilities. Capabilities KHR. Das ist unsere Surface Capabilities. Und dann können wir da die einfach erstmal ausfüllen mit VK get physical device surface capabilities, die 1er Version. Und dann geben wir hier das physical device an. Danach geben wir unsere Surface an. Und dann, wo er reinschreiben soll, und zwar in die Surface Capabilities. Und da haben jetzt einige Dinge drin. Können wir ganz kurz so einen Blick reinwerfen. Und zwar, das erste Interessante ist schon der Current Extent, also ja, die Größe, die wir hier haben. Aber wir kriegen zum Beispiel auch Dinge wie Max Image Count, Min Image Count und so weiter. Und theoretisch gerade der Min Image Count wäre natürlich interessant, wenn wir den hier unten angeben würden, statt einfach immer 3 zu sagen. Machen wir mal ganz kurz. Surface, Capabilities, Min Image Count. Sollte passen. Wir machen aber mal vielleicht. Haben wir hier irgendeinen Max oder so? Ich finde gerade keinen guten Max-Call. Wisst ihr was? Dann lassen wir es doch bei 3. 3 sollte eigentlich immer passen. Na, wie gesagt, am besten hier schon ein bisschen mehr Logik einbauen, dass er schaut, okay, wie viel braucht man mindestens, wie viel Maximum und dann einen schönen Wert so zwischendrin suchen. Das ist eigentlich immer ganz interessant. 3 sollte aber eigentlich immer passen. Genau, was wir eigentlich hier hauptsächlich machen wollen, ist eben tatsächlich den Current Extent abfragen. Wobei, den können wir eigentlich auch schon direkt da unten angeben. Das heißt, wir gehen einfach hier hin und sagen, okay, wir wollen unseren Current Extent hier angeben.
An dieser Stelle mal ein ganz kurzer Einwurf. Nicht wundern, der Code hier ist schon ein bisschen weiter, aber ich muss noch zwei Dinge kurz richtig stellen. Und zwar, wenn wir mal schauen, wir haben hier bisher den Current Extent einfach angegeben bei Image Extent. Das ist in den allermeisten Fällen auch richtig. Aber wenn wir hier schon mal ganz kurz schauen in die Dokumentation, dann sehen wir hier tatsächlich bei den Surface Capabilities, wenn wir mal nach dem Current Extent suchen, hier haben wir den Current Width und Height, bla, das ist ja genau das, was wir erwarten. Aber es kann eben auch dieser spezielle Wert 0xFFFFF, also quasi alles 1er, sein. Das bedeutet dann, dass die Surface Size tatsächlich davon abhängig ist, wie groß wir unsere Swap Chain machen. Und das kann tatsächlich prinzipiell beispielsweise bei Wayland passieren. Da hatte ich das tatsächlich mal, dass dort dann entsprechend dieser Wert hier kommt. Und wir dann selbst was angeben müssen. Was wir in dem Fall einfach mal machen werden, um das ein bisschen zu vereinfachen, ist, dass, falls wir diesen Wert bekommen, dass wir dann einfach den Min-Extent nutzen. Das heißt, wir gehen hier irgendwo hin, hier am besten, und sagen, okay, wenn Surface Capabilities Current Extent gleich diesem speziellen Wert, dann setzen wir entsprechend das Ganze auf Surface Capabilities, und dann haben wir hier, nehmen wir mal den Min-Image-Extent, und genau dasselbe machen wir eigentlich dann mit der Höhe. So, damit sollten wir dann ein bisschen auf der sicheren Seite sein und nicht irgendwie versuchen, dann so ein riesiges Fenster zu erstellen. Das würde vermutlich nicht so gut enden. Und wir haben auch eine andere Variante. Das haben wir hier zwar streng genommen nicht drin, aber ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, weil es auch wichtig ist. Und zwar, wenn wir noch ein bisschen weiter runter scrollen. Ich hätte ja so ein bisschen hier kurz erklärt, ja, man kann hier relativ einfach schauen, was unser Max-Image-Count ist. Wichtig ist hier aber auch, und das habe ich vergessen dazu zu sagen, dass eben der Max-Image-Count 0 sein kann. Wenn der Max-Image-Count 0 ist, heißt das einfach, wir können beliebig viele Images erstellen. Und das kann durchaus auch passieren, dass der Max-Image-Count gleich 0 ist. Da kann man sich also jetzt überlegen, wie man das handeln will. Eine Variante, die ich gerne mache, ist, mir selbst ein Maximum zu setzen. Das heißt, wir könnten hingehen und sagen, okay, wenn also unser Surface Capabilities Max Image Count gleich 0 ist, dann setzen wir den manuell auf einen anderen Wert. Ja, relativ simpel. Ist natürlich auch nicht das super sauberste, aber wenn wir zum Beispiel sowas wie 8 nehmen, das ist auf jeden Fall gut ausreichend, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es sollte eigentlich so gut wie keine Swap-Chain geben, die so viele Bilder hat. Von dem her ist das auf jeden Fall eine gute obere Schranke. Man kann jetzt hier natürlich, wenn man noch weitergehen will, schauen, okay, überprüfen, dass die 8 auch wirklich größer ist als der Min-Image-Count und solche Geschichten. Wenn nicht, könnte man dann Fehlermeldungen ausgeben und so Geschichten. Aber so krass will ich es jetzt hier an der Stelle noch nicht übertreiben. Nur ein ganz kurzer Einwurf, dass ihr auch hier nicht irgendwie einen Fehler macht, wenn ihr hier Min oder so arbeitet. Ja. Na, wichtig, das kann 0 sein. Wenn ja, müssen wir halt irgendwie eine andere Variante finden, wie wir das Ganze machen. Gut, dann geht es erstmal weiter mit dem normalen Video. Viel Spaß. Ja, tatsächlich braucht man sonst eigentlich erstmal nichts aus den Surface Capabilities. Man kann ja auf jeden Fall noch deutlich mehr abfragen. Beispielsweise könnte man noch überprüfen, ob unser Usage, den wir haben wollen, überhaupt erlaubt ist. Ja, das ist nicht zwingend gegeben. Soll es hier aber an der Stelle auch noch nicht wirklich interessieren, weil wir noch keine krassen Usage-Geschichten oder so brauchen. Stattdessen gehen wir mal weiter, denn unsere Swap-Chain sollte damit eigentlich tatsächlich schon erstellt sein. Wir müssen jetzt aber noch abfragen, die Swap-Chain hat ja eine gewisse Anzahl an Bildern. Wir haben auch angegeben, wie viele sie mindestens haben soll, aber naja, wir wissen nicht, wie viele wir tatsächlich haben. Das wollen wir jetzt hier einmal abfragen, und zwar mit ja, num-images. Da speichern wir das rein. Und dann rufen wir vk-get-swap-chain-images-khr auf. Und das ist eben wieder so eine Geschichte. Erstmal Device angeben, dann die Swap-Chain, Result Swap-Chain, danach den Image-Count, also num-images, und danach eben Zeiger darauf, was ausgefüllt werden soll. Ja, erstmal 0 lassen, wie immer. Und dann können wir erstmal abfragen, wie viele Bilder wir haben. Und jetzt wollen wir diese Bilder tatsächlich auch abspeichern, denn wir müssen natürlich später noch darauf zugreifen. Wir brauchen irgendwie Zugriff auf unsere Swap-Chain-Bilder. Und deswegen gehen wir in die Vulkan Base rein und machen hier mal einen STD-Vektor. Den müssen wir, glaube ich, erst noch inkludieren hier, wo wir unsere Swap-Chain-Bilder drin aufbewahren können. Und zwar ist es einfach ein VK-Image, was wir dann speichern wollen. Und das sind dann unsere Images von der Swap-Chain.
ganz simpel. Gehen wir also hier zurück. Und nun kann man tatsächlich hingehen. Und wir schreiben einfach mal hier irgendwie so Acquire Swap Chain Images. Also wir wissen, was wir hier machen. Und was wir jetzt erstmal machen, ist Result Images Resize Num Images. Das sorgt eben dafür, dass wir in unserem Vektor ein Array haben von diesen Images, die oder das mindestens dieses Num Images lang ist. Damit, oder es sollte eigentlich genauso groß sein. Das ist natürlich ganz praktisch, weil jetzt können wir unseren Vektor tatsächlich eigentlich als Flat Array nutzen. Ich zeige euch jetzt auch, wie das funktioniert. Und zwar können wir dann hier hingehen und sagen, okay, wir machen wieder vkget swap chain images khr context device. Wir haben dann hier result swap chain num images und dann zu guter Letzt kommt jetzt hier result.images.data. Ja, und damit kriegen wir eben dann zurück ein simples Array der VK-Images, in das wir reinschreiben können. Das ist tatsächlich sehr praktisch, weil man eben diesen Vektor in diesen Fällen dann ganz einfach als Array nutzen kann. Wichtig ist halt nur, dass ihr vorher das Resize aufruft, damit das Array auch die nötige Größe hat. Ja, das ist natürlich besonders wichtig, sonst geht es natürlich schief. Ja. Des Weiteren würde ich gerne noch ein paar weitere Dinge abspeichern, die wir später sicherlich brauchen werden. Das wäre einerseits mal die Größe unserer Swapchain, also die Breite und Höhe. Und das Format wäre sicherlich auch interessant. Das wollen wir dann entsprechend beides auch setzen. Wo machen wir das am besten? Machen wir mal hier. Result.format ist gleich Format. Result.zack. Gleich und dann hier haben wir Surface Capabilities, Current Extent, mal die Breite und dann noch einmal die Höhe. So, dann haben wir das zwischengespeichert, das ist ganz gut. Ja, weil die Daten habe ich immer gerne beieinander bei der Swapchain, damit ich eben da die Dinge direkt abfragen kann. Werden wir später noch sehen, dass es durchaus nützlich ist. Und dann würde ich aber sagen, sind wir ja eigentlich durch. Wir haben die Swapchain erstellt. Das sieht ganz gut aus. Ja, doch, das dürfte eigentlich alles gewesen sein. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können jetzt auch zusätzlich hingehen und sagen, destroy Swapchain, dass wir das auch schon mal direkt implementiert haben. Vulkan Context, Context, Vulkan Swapchain, Swapchain. So, und was wir hier tatsächlich nur machen müssen, ist, wir müssen tatsächlich das einfach nur löschen. Das heißt, VK destroy swapchain khr. Hier geben wir das Device zunächst mal an und danach unsere Swapchain. Und dann entsprechend noch 0 für die Allocator Callbacks. Das reicht tatsächlich erstmal, weil die Images der Swapchain, die hängen ja auch wieder mit der Swapchain zusammen. Ja, wir sehen ja hier wieder, dass wir nur get aufrufen, nicht create oder sowas. Dementsprechend werden die Bilder auch direkt gelöscht, wenn wir die Swapchain löschen. Das heißt, ja, das ist erstmal der einzige Call, den wir hier machen müssen, um die Swapchain wieder zu löschen. Sehr gut. Damit soll das alles eigentlich passen. Wir müssen jetzt natürlich diese beiden Calls noch einbauen. Das ist einmal der hier, einmal der hier. So, zack. Und dementsprechend sollte das auch passen. Und dann würde ich sagen, testen wir das doch direkt mal, indem wir dann hier hingehen. Die Surface hat man jetzt schon erstellt. Das ist sehr gut. Und dann können wir hier entsprechend hingehen und unsere Vulkan Swapchain erstellen. Das heißt, das ist hier Create Swapchain. Und da gehen wir hier den Kontext an, unsere Surface und die Usage Flags. Das ist VK Image Usage. Und dann müssen wir auf jeden Fall Color Attachment. Das bedeutet im Endeffekt einfach, dass wir in das Swapchain Image rein rendern können. Ja, mehr bedeutet das nicht. Das sollte hier auch eigentlich erstmal reichen zum Angeben. Ja, und dann können wir hier am Ende auch noch wieder löschen. Destroy Swapchain. Swapchain. Achso, Kontext natürlich noch. Ach ja, und wir brauchen einen Zeiger auf die Swapchain. Dafür hatte ich mich entschieden. Genau, jetzt passt es.
Und dann wollen wir doch mal testen, ob das Ganze funktioniert. Streng genommen sollten wir auch hier fest oder sicherstellen, bevor wir die Swap-Chain zerstören, dass wir tatsächlich nicht mehr rendern. Das heißt, wenn wir ganz exakt sein wollen, müssten wir VK-Device Wait Idle aufrufen, Context Device. Und dann VKA am besten. So, dann sind wir wirklich auf Nummer sicher gegangen. Und dann wollen wir mal schauen. Huch, was beschwert er sich hier noch? Achso, ja, das ist egal. Ja, schauen wir, ob das funktioniert. Okay, wir haben tatsächlich eine Exception bekommen. Das ist sehr interessant. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder irgendwas falsch gemacht? Ah ja, klar, logisch. Das ist ein bisschen, erstmal helfe ich euch kurz, wie wir das lesen können. Ja, wir sehen ja Exception thrown at 0x00000 in Vulkan Tutorial Exe. Access violating, violation executing location. Das ist eigentlich schon mit das Wichtigste, was er uns sagt. Und zwar sagt er nicht irgendwie violation, wenn wir irgendwas lesen oder so, sondern er sagt, wir haben die violation beim Executen der Location. Und das ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass der Function Pointer, durch den wir hier im Endeffekt durchcallen, nicht richtig geladen wurde. Und das ergibt in dem Fall auch durchaus Sinn, weil wir einfach vergessen haben, die Extension zu laden. Ja, wir wissen ja, wir brauchen die VK-Swap-Chain-Extension und wir haben noch nicht gesagt, dass wir die laden wollen. Dementsprechend sollte man das hier auf jeden Fall mal ändern. Machen wir hier einfach mal kurz in der Main. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal irgendwo hin. Wo brauchen wir es denn beim... hier eigentlich schon am Anfang. Ja, machen wir das mal hier. Und zwar haben wir einfach const char enabled device extensions. Und das ist dann hier entsprechend ein Array von diesen const char Geschichten. Und das können wir auch direkt initialisieren. Und zwar könnten wir jetzt hier entweder den Namen schreiben, den können wir auch einfach abfragen, dass wir einfach, wenn wir bis ganz oben scrollen, das ist im Endeffekt dieser Name. Dann müsste ihr auch nochmal irgendwo stehen. Ja, hier. Ja, das wäre genau der richtige Name. Aber was wir auch machen können, was vielleicht ein bisschen sicherer nochmal ist, weil es keine direkte String-Konstante ist. Und zwar können wir ja Folgendes angeben. VK, KHR, Swapchain, Extension Name. Falls sich der Name also aus irgendeinem Grund ändern sollte, würde es sich dann hier quasi mit ändern. Es ist also so gesehen vielleicht ein Tick sicherer. Eigentlich ist das aber nicht, weil die Extension Names sollten sich niemals ändern. Dafür sind sie auch festgesetzt. Ja, aber ist vielleicht ein Tick schöner, hat man keine String-Konstante rumfliegen. Also nicht direkt, weil wir mal schauen, was das hier ist. Ja, klar, genau das. Genau. Aber ja, wie gesagt, so ist vielleicht ein bisschen netter. Und dann können wir hier hingehen und wir müssen erstmal den Count angeben. Dafür hatten wir aber ein Makro, unser Array-Count. So, und dann zusätzlich können wir einfach unser Array angeben. Und dann sollte das doch hoffentlich passen. Nächster Versuch, mal sehen. Und ja, sieht schon besser aus, stürzt nichts ab, beschwert sich auch im Moment nichts. Wir schließen das Ganze und jetzt haben wir doch tatsächlich einen kleinen Validation Layer Error. Schauen wir mal durch, was er hier sagt. Destroy Instance, bla. Okay, wir haben ein Objekt, was wir noch nicht freigegeben haben, so wie es aussieht. Und jawohl, gut, das habe ich tatsächlich vergessen. Und zwar die VK Surface. Die müssen wir tatsächlich auch zerstören. Das heißt, wir sollten dann, nachdem die Swapchain zerstört wurde, STL Vulkan. Schauen wir, ob wir hier was haben in Richtung Destroy. Nee, das können wir also selbst machen. Dann würde ich jetzt einfach mal hier behaupten, dass wir hier drin auch quasi die sobald wir eine Swapchain erstellen, nimmt die quasi auch die Surface auf. Das heißt, dass wir dann hier entsprechend VK Destroy Surface KHR aufrufen mit der Instance der Swapchain Surface. Die wollen wir natürlich dann auch noch abspeichern und die Location Callbacks. Aber ich denke, das ist kein Problem, die abzuspeichern. Wobei, nee, ehrlich gesagt, nee, das ist eine schlechte Idee tatsächlich. Weil wir müssen manchmal die, haben wir bisher noch nicht gesehen, manchmal müssen wir aber tatsächlich die Swapchain neu erzeugen. Das heißt, die Surface sollte man doch tatsächlich erst hier am Ende zerstören. Das heißt, nach der Swapchain machen wir das hier einfach manuell. VK Destroy. So, und dann haben wir hier unsere Surface. Und dann sollte es funktionieren. Testen wir nochmal. Der Start hat ja gut funktioniert. Da hatten wir keine Probleme. Wenn wir jetzt beenden, haben wir auch keine Probleme mehr. Perfekt.
Gut, damit haben wir also jetzt eine Swap-Chain, mit der wir jetzt prinzipiell dann auch in der Lage sind, in unser Fenster reinzurendern. Noch tun wir das natürlich noch nicht und es wird auch noch zwei Parts dauern, bis wir das tun. Aber ja, bald wird es soweit sein. Dann werden wir zumindest mal unsere erste Farbe ins Fenster reinbringen können. Genau, bis dahin hoffe ich dir, dass auf jeden Fall, dass dir diese Part hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann weitergeht, Richtung, ja, Rendern ins Fenster. Ja, wir kommen bald dahin, ja, vielleicht noch so eine Stunde oder so, dann sollten wir es hoffentlich schaffen. Genau, bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und tschüss.